Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von MTG Arena. Wir werden heute noch eine Runde mit unserem schwarz-blauen Discard-Control-Deck spielen und gehen damit direkt mal ins Ranked rein. Ich muss gerade so ein bisschen gucken, was für Decks ich immer mal wieder spielen kann, dass wir da ein bisschen Abwechslung drin haben, denn es ist momentan sehr, sehr schwierig, wirklich die Decks fertigzustellen. Ich habe zwar so ungefähr, möchte ich mal sagen, so von jedem Deck ca. 60%, aber das reicht halt einfach nicht aus, um dieses komplette Deck zu spielen. Deswegen schauen wir einfach, dass wir hier die Quests fertig kriegen. Deswegen spielen wir jetzt hier auch mal ein bisschen mit unserem schwarz-blauen Deck, weil ich gerade, wenn ich es richtig weiß, habe ich, das sieht gut aus. Wenn ich es richtig weiß, habe ich gerade die Quest von wegen Destroy, Target Creature und, was war das andere noch? Black or Blue Sorceries oder sowas, oder ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas mit Schwarz auf jeden Fall war mit drin. Okay, er spielt Diagraph. Cool, interessante Karte auf jeden Fall, um die hier zu nutzen. Wir gucken, was er noch so auf der Hand hat. Vielleicht können wir ihm ja einen Zombie Lord erstmal aus der Hand nehmen. Ja. Swamp. Behalten wir lieber. Wir brauchen jetzt erstmal unser Mana, um Norsian Rain zu triggern. Wir wissen jetzt, was er auf der Hand hat. Es kann sein, dass er eine weitere Kreatur hier gezogen hat. Ich würde einfach mal behaupten, nein, er gibt seinen Zug ab. Das ist sehr, sehr gut. Er hat auch kein Land gespielt. Eieiei, war das nicht ein kleiner Fehler, Dude? Surveil 2. Land, Land. Then draw 2 cards. Yes. Yes, yes, yes. Wir wollen die Lands haben. Wir wissen, er hat zwei Murder auf der Hand. Ist also kein Problem. Er hat selber gemerkt, dass es jetzt gerade ein Fehler war, dass er das nicht rausgespielt hat. Er hat immer noch nichts zu casten. Das ist sehr, sehr gut. Dann spielen wir erstmal die Catacombs raus. Dann sagen wir hier, hey, Dude, bitte discarde mal. Oh, okay, discarde mal einen Murder. Ich finde Murder ehrlich gesagt nicht so gut. Dich behalten wir auf vorne. Auf unserem Kartenstapel. Da müssen wir uns jetzt nur überlegen, welchen Dude wollen wir weghaben. Wollen wir den Dream Eater gemurdert kriegen oder den anderen Dude? Wir nehmen hier nochmal 2 Damage. Ich glaube, ehrlich gesagt, unser Dream Eater ist mir jetzt nicht so wichtig wie, warte mal, der kostet ein Mana mehr. Okay, dann hätte ich mal gesagt, wir zerstören ihn in seiner Phase. Das ist vollkommen okay. Wir müssen halt gucken. Wahrscheinlich werde ich auf den Lolith Giant meinen Ascent Scatter casten. Wir sind auf 12 Leben unten. Das ist okay. Komm, tap. Soll ruhig tap kommen. Dann können wir im nächsten Zug, können wir dann hier easy going. Wie viel kostet der nochmal? Der kostet 7. Ja, oh, Disinformation Campaign. Mag ich. Mag ich sehr, sehr gerne. Also wir ziehen eine Karte, er discardet eine Karte, er wird sie wahrscheinlich für das Land entscheiden. Würde ich einfach mal ganz dreist behaupten. Oh, er hat sich für den Lolith Giant entschieden. Er merkt also, dass das Ganze hier ein bisschen zu teuer gewesen wäre. Ja, ist okay, ist fine for me. Wir können Doom Whisperer eigentlich spielen, um den Ding wieder zu ziehen. Langsam kommt er auch in Lolith Giant Richtung. Er hedet hier nochmal, ist okay. Wir sehen den Death Baron, der wird Ascent Scattered, weil Death Baron ist nämlich ein ziemlich uncooler Dude. Der kommt mir erstmal nicht aufs Board. Das wären nämlich zusätzlich plus 1 Damage gewesen, die ich eigentlich hier sehr, sehr ungern sehe. Wir wollen ihn jetzt baiten. Dude. Disinformation Campaign. Wir wollen eigentlich nur das Island weg haben. Du kommst wieder zurück auf die Hand. Wir bouncen ihn zurück und take action. Und jetzt wird der Fall sein, dass er sein Murder im nächsten Zug castet. Den Dude, den Dream Eater zerstört. Dann kommt Doom Whisperer raus. Und wenn Doom Whisperer. Oh. Ich will es nicht tun. Damn it. Was hat er hier nochmal? Den Diagraph Ghoul. Ja, Disinformation Campaign. Nochmal ein Doom Whisperer haben wir jetzt hier an der Stelle. Er discardet. Und er discardet again.
Damit sind wir eigentlich jetzt clean. Er hat noch eine einzige Karte auf der Hand. Ich möchte eigentlich ehrlich gesagt schon gerne wissen, was es ist. Das heißt also, wir werden hier im nächsten Zug auf jeden Fall den Prophet rausspielen. Prophet wird übel gut sein, denke ich mal. Mal gucken, ob es eine Creature ist. Search your library for a black card with converted mana costs less than or equal the number of creature cards in your graveyard. Das heißt also 5. Reveal it, put it into your hand, then shuffle your library. Das ist ehrlich gesagt eine ganz nette Karte. Ist eine ganz nette Karte. Er holt sich den Death Baron an den Start. Joa, fein, 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 fein. Spiel ihn raus. Okay. Ah, minus 1, minus 1. Das ist natürlich schade. Ich würde gerne minus 2, minus 2 machen. Wie viel Mana haben wir denn? Wir haben ein Mana zu wenig. Sehe ich das richtig? Casten ihn. End turn. End turn. Combat. Attack. Wir sagen mal, er kriegt minus 1, minus 1. No blocker. Kriegen den Damage. Ist fein. Und wir kriegen kein Leben. Wow. Wow. Und nochmal wow. Heißt also, wir spielen nochmal einen Swamp. Wir spielen 8. Es sind leider 9. Wir spielen das hier raus, weil dann hätten wir nämlich. Ne, wir hätten nicht. Doch, wir hätten für 1. Hit für 1. Nice. Und Kira geht mal wieder ab. Sekunde schnell. So, damit haben wir auch das Game gewonnen. Ich habe es aber auf halbem Auge verfolgt, was er hier gemacht hat. Das war eigentlich fast schon klar, dass er hier surrendern wird, weil er hätte kein Value mehr aus seiner Hand gezogen. Und das ist ja genau das, was dieses Deck machen soll. Das Einzige, was ihm wahrscheinlich etwas gebracht hätte, wäre der Lotleth Giant gewesen. Heißt der Lotleth Giant? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Der hätte uns vielleicht 6 oder 7 Schaden schießen können, wenn wir ihm nicht die ganze Zeit alles hätten discarden lassen. Ist halt so ein ganz gutes Deck, Leute. Also ich möchte behaupten, dass es schon in Richtung des Meta-Decks geht von Surveil Discard. Aber halt noch nicht voll ausgebaut ist. Doppel Black. Wir haben eine Red und wir haben Cast Down. Es wäre zwar schöner gewesen, wenn wir Blau-Schwarz gehabt hätten, weil wir dann auch die anderen zwei hier gecast, die hätten wir trotzdem casten können, aber wir wären dann auch direkt weitergegangen auf Thief of Sanity, Notion Rain, etc., etc. Wir müssen halt wirklich aufpassen. Mono White ist natürlich was ich sehr, sehr ungern sehe. Genau dasselbe wie Mono Rot, weil die ganzen Decks sind nämlich viel zu schnell für unser für unser Deck, besonders wenn wir so eine. Obwohl die Starthand ist nicht schlecht. Ja, das ist doch nice. Sagen wir gleich mal, hey Dude, nope. Vergiss es. Der bleibt mir auf keinen Fall auf dem Board. Wir gehen hier auf das, spielen die Red raus. Er discardet eine Karte. Und, oh, okay, ich weiß, was für ein Deck. Es ist Mono Green Storm. Mono Green Storm soll es also sein, mein Dude. Mono Greens. Ah, noch ein? Was ist aber, wenn ich sage, ich möchte den hier nicht haben? Ich möchte nicht, dass du rampst, Alter. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was man dieses Deck hat machen lassen können. Rampen. Stell dir mal vor, er hätte jetzt 5 oder sowas. Okay, er spielt den Jadeland Ranger. Oh, was? Graveyard? Ja gut, er hat kein Mana dafür. Das ist natürlich richtig. Sadness. Wir passen direkt durch. Das ist halt dumm, wenn man kein blaues Mana zieht. Wenn wir unsere Karten nicht spielen können. Oh mein Gott, was ist hier los? Nein, wir können halt gar nichts machen. Oh Mann. Ich würde das so gerne spielen. Und das. Und den. Oh, er hat noch mehr Ramp. Komm, ein blaues Mana, bitte. Ja, okay, mit der Armor, da ist halt schon gut dabei, muss man fast sagen. Ja, accrued.
Und geht wahrscheinlich Face. Wir werden das auch nicht blocken, Leute. Die Schaden, die nehme ich. Oh mein Gott, das Plus, Mann. Nice. Okay. Was ist hier wichtig? Es ist wichtig, auf jeden Fall seine Hand zu kennen. Add, draw a card and discard a card, draw a card. Okay, wir sagen erstmal, gib mir mal dein, zeig mir mal deine Hand. Mörder wollen wir oben behalten. No attacker. Mörder wollen wir safe oben behalten. Geht in Combat, Attack. Wir können ihn töten. Nee, es sind. Nee, Moment, es sind 3 Damage. Wir machen hier nicht irgendwie mit 3 Damage rum, Leute. Er kann zwar hier einen Buff haben, aber wegen 3 Damage mache ich hier keinen. Ah, oh, Conch Tyrant. Vor dem hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Respekt, aber halt auch nur ein wenig. Ja. Wir nehmen beide Lands. Können ein Land spielen. Ein blaues. 5-5. Wir können den Carnage Tyrant wiederbeleben. No Attacker. Er macht jetzt wie viel Damage? Der hat kein Trample, gell? Ne, der hat kein Trample. Look at the top 4 und er holt sich nochmal eine Creature Card. Ah, oh, okay, er hat sie Forest geholt. Nevermind. 5, 6, das heißt, er kann immer noch nicht casten. Wir müssen ja auf jeden Fall blocken. Der hat eh Trample, das heißt also hier wäre der Block irrelevant. Und sagt, your turn. Wir gehen auf den Swarm. Wir sagen, hey, gib mir mal bitte deinen Carnage Tyrant. No attacker. Jetzt können wir die Gegenseite. Oh nein, er hat gerade das Land gezogen für den Wurm, gell? Der Wurm ist natürlich uncool. Wir können den. Ja, okay. Wir können den aber trotzdem zerstören. Das Problem ist jetzt. Wird halt 7 Leben generieren. Und eine Karte ziehen. Castet den Pelagic Worm, war klar. Kriegt 7 Leben. Wird es wahrscheinlich attacken. Wir machen dann gegenseitig uns 1 Damage. Okay, er greift mit allem an. Das heißt, wir blocken ihn. Wir töten ihn. And. Wir kriegen 3 Schaden. 4 Schaden. 4 Schaden. Murder auf. Ihn. Ne, Murder auf ihn. Hat er Trample? Hat er Trample? Er hat Trample. Fuck, das heißt, wir müssen Murder auf jeden Fall auf ihn casten. Murder auf jeden Fall auf ihn casten. Problem ist, wir werden nicht genug Kreaturen rauskriegen. Das ist sehr, sehr schade gewesen, Leute. Dadurch, dass wir kein blaues Mana gezogen haben im Early Game, konnten wir halt 2 Züge lang nicht agieren und das waren halt gerade die 2 Züge, wo unser Gegner sich halt gesagt hat, hey, ich bekomme alles. Ich sage, ich caste meine ganzen Dudes raus, schip, 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 schip und das ist halt ein bisschen, sowas ist halt immer ein bisschen schade, muss man wirklich sagen. Aber wir haben ja blau dann relativ zügig gezogen. Oh mein Gott, wie nur schwarz. Obwohl mir das so gut gefällt, Leute. Wir keepen das jetzt. Ich hoffe auf ein blaues Mana einfach. Ich meine, 3-Lander behält man eigentlich sonst immer. Besonders, wenn man so ein Early Game hat. Aber es fehlt halt das blaue Mana einfach. Ich werde mit euch, wir werden jetzt 50 Züge lang kein blaues Mana ziehen. Okay, Ascribe to the Bottom. Swamp. Plains. Swamp again. Please, Blue. Blaues Mana, bitte. Plains again. Swamp. Oh Gott, ich sehe es schon kommen, Leute. Ich sehe es schon kommen.
Das war kein guter Keep, obwohl man es eigentlich sagt, Leute, eigentlich müsste es ein guter Keep sein. 4 Swarms draußen, ohne dass irgendwas passiert ist. Er hat Lands gemisst? Er hat actually Lands gemisst. Wir können einfach nicht spielen. Okay, er gibt auf. Easy. Oh, was war das schon wieder für ein Game, Leute? Ich habe nichts gespielt außer Swarms. Der hat einfach surrendered. Er hat bestimmt gedacht, ich bin Mono Black Control. Das wäre eigentlich auch mal eine echt coole Variante, wenn wir sagen, wenn wir spielen Mono Schwarz Control. Ich weiß aber nicht, ob ich das bauen kann. Ich glaube, da fehlen mir doch noch die wichtigen Karten, möchte ich einfach mal behaupten. Sowas in die Richtung. Obwohl, wir haben Dinge nicht gekriegt. Durch den Code, den ich euch da mal gegeben habe mit Game Awards, haben wir das doch eigentlich gekriegt. Das finde ich gut. Das ist eine gute Hand. Wir haben Doppel Essence Scatter. Das heißt also, wenn er uns irgendwie auf die Nerven gehen will, sagen wir einfach, du willst was rausspielen? No. Du willst nochmal was rausspielen? No again. Zack. Disinformation Campaign wird uns auch noch einen kleinen Vorteil bringen. Komm, du spielst doch jetzt sicherlich einen Dude raus, oder? Ah, Discovery. Ja, ich sehe, was du für ein Deck bist. Dann ziehen wir erstmal eine Karte und du discardest eine Karte. Er discardet Blood Operative. Okay. Oh no, er ist ein Ding-Deck. Das Main zerstören. Er soll ruhig 6 Leben dafür zahlen, dass er seine Dudes rauskriegt. Nochmal ein Swamp. Nichts. Nice. Wir spielen nochmal ein Land. Northern Rain. Counter? Kein Counter. Okay, Lands brauchen wir auf jeden Fall nicht. 10-2 Karten. Nice. Cast Sound und alles finde ich super gut. Wollen wir auf jeden Fall haben. Wir halten uns Essence Scatter Mana auf jeden Fall offen. Er hat noch kein Surveil casten können. Er sagt, your turn again. Wir spielen Disinformation Campaign. Lassen ihn wieder was discarden. Spielen noch ein Land raus. Wir schauen uns seine Hand mal an. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das erklärt so einiges. Das erklärt so einiges, vor allen Dingen auch seinen Gameplan. Ah, er wird jetzt wahrscheinlich Alice Reborn spielen. Ja, war klar. Wir sacrificen nichts. Swamp. Disinformation Campaign. Disinformation Campaign. Und wir müssen eine Karte discarden. Das wird Essence Scatter sein. Der hat irgendwas gezogen. Er castet für Schwarz. Discovery. Das heißt, also, er könnte sich theoretisch 6 Leben abziehen und seine 2 Dudes wieder auf die Hand bringen. Die Frage ist halt nur, ob ihm das irgendwas bringen sollte. Weil meiner Meinung nach ist das nicht so smart. Er macht es nur mal einmal. Okay. Und castet ihn direkt. Ist fein. Okay. Watery Grave. 2.
Ich habe insgesamt, wie viel habe ich? 1, 5, 7, 7, 7. Ich brauche 8, gell? Das heißt also, ich habe damit dann 8. Dann sag ich Cast Down. Northern Rain. Ja, will ich beide haben. Sind gut. Ich krieg beide Disinformation Campaigns wieder auf die Hand. Und caste eine Disinformation Campaign. Wir ziehen eine Karte nach. Es ist. Oh, der Doom Whisperer. Nice. Der Doom Whisperer. Und wir müssen eine Karte discarden. Es wird Thought Erasure sein. Ja. Dadurch, dass wir halt noch keine gute Karte irgendwie rausgebracht haben, ist es halt vollkommen irrelevant. Er holt sich hier einen 3-1er raus. Wurde aber in seinem Zug gecastet. Das heißt, es ist auch für uns relativ uninteressant. Wir spielen einfach Murder. Murder! Ah ja, komm, was soll der Geiz, Leute? Was soll der Geiz? Und dann haben wir noch genug, um den Doom Whisperer zu spielen. Next, next, next. End turn. So, dann zeigen wir doch mal, was du hast. Azure's Gate. Draw a card, then exile a card from your hand. Okay. Er exilt sich seine eigene Handkarten. Pass. Pass. Er geht in sein Endstep. My turn. Okay, Swamp again. Du, dich kann ich nur auf Creature Planeswalker spielen. Das heißt also, wir spielen den Vampire raus. Spielen Disinformation Campaign für den Draw, haben dann immer noch Essence Scatter offen. Was sehr, sehr wichtig ist. Okay. Next. Combat. All Attacker. Attack. Next. In den Damage Step. End Turn. Okay. Sein Play in meinem Endstep wird sein Tap, zahle einen Mana, ziehe eine Karte und wir könnten. Ne, Thought Erasure ist leider zu leise. Wäre Thought Erasure Instant, wäre die Karte OP. Ja, muss hier hoffen, Leute, dass er was zieht. Land again. Land again. Ah, oh, das ist schon ein bisschen traurig für ihn, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, schon ein bisschen traurig für ihn. Ah, oh, ja, Resolve, komm. Zieh dir selbst 6 Leben ab. Das ist super dumm von ihm einfach nur. Wenn er jetzt kein Removal hat. Okay, er hat ein Ruskas Contempt. Ja, Resolve. Ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt kein Removal hat, dann zerstört er sich einfach selbst. Dann zerstört es sich förmlich einfach selbst. Okay, Island. Hey, Dude, willst du meine Karte discarden? Hey, Dude, willst du noch meine Karte discarden? Ah, dann, die möchte ich gerne behalten. Und wir kriegen die ganzen Disinformation-Campaigns wieder zurück auf die Hand. Ah, das ist. Dieses Deck ist halt einfach manchmal insane. Wenn das mal ins Rollen kommt, dann kann der Gegner seltenst noch irgendwas dagegen machen. Wir ziehen noch eine Karte, wollen uns aber Essence Scatter auf jeden Fall aufheben. Es soll so ein bisschen unser Safe sein, falls er doch noch irgendwie was findet, was er jetzt sagen könnte. Hey, kann ich rausspielen? Irgendwie was richtig Fettes, könnte ich mir das schon vorstellen. Er geht auf. Oh, The Eldest Reborn. Yeah! Da können wir ihn wieder nicht töten. Mann! Du bist eine nervige Karte, hey. Du bist eine richtig nervige Karte. So. Island. Thief of Sanity. Profit. Und End Turn. Wir können ja nicht in Combat gehen, weil wir haben ja theoretisch keinen Dude, der attacken kann. Das warte mal. Creature Planeswalker war das immer noch. Oh, Ruskas Contempt wäre noch um einiges stärker, wenn wir Ding zerstören könnten. Okay, nochmal Land.
Resolved. Wir discarden eine Disinformation Campaign. Davon haben wir genug, Leute. Ja, resolved auch nochmal. Dann werden wir im nächsten Zug ihn hoffentlich töten. Ach ja, Leute. Ach ja, dieses Deck. Das ist schon ganz schön gut. Und es macht doch vor allen Dingen Spaß zu spielen. Das ist eins der Control-Decks, wo ich wirklich sage, hey, das macht richtig Bock. Das macht richtig, richtig... Oh, what? Doom Whisperer. Ja gut, okay, ich habe mehr Sand Scatter als von dem her. Oh nein, warum hast du ein Moment of Craving dabei? Ah, Mann, du bist halt echt anstrengend, Dude. Du bist halt echt ein anstrengender Dude, hä? Oh, es reicht leider nicht aus. Northern Rain. Land und Land. Nee, Lands wollen wir jetzt langsam echt nicht mehr. Even more Lands. You don't need Lands, more Lands. Oh, Mann. Ah, ja, komm. More Lands. I need more Lands. Immer diese Lands. Oh, Rise from the Grave. Next, gehen wir in Combat, All Attacker, End Turn. Er hat ein Leben, das heißt also, wenn er meinen Dude jetzt nicht zerstört, stirbt er. Oh ja, ja, ja. Ja, das ist gut, dass du den hier gezogen hast. Es würde überhaupt nichts nutzen, mein Freund. Also, du kannst sie jetzt töten. Oh ja, er haut einfach den Karren weg. Oh, what? Was tut er? Was tut er? Ich meine... Where X is your life total. Ihr kriegt ein Leben. Okay. Ja, das solltest du vielleicht nicht machen. Aber sie 6 Mana. Ja. Und hat nochmal ein Ruskus Contempt. Nice. Damit hat er es halt echt geschafft, seinen Dude hier wieder zu retten. Ich hätte mal gesagt. Each permanent returns a non permanent with the highest converted mana control. So on his hand. Then discard a card. Ich hätte mal gesagt, wir spielen erstmal Swamp. Rise from the Grave. Niffen, is it? Und dann hätte ich mal gesagt, Svel 2, then draw a card. Face. Was hat er nochmal auf dem Board? Nee, kann weg, kann weg. Done. Wir haben es surveilled. Wir haben noch 6 Mana übrig. Und damit ist es halt GG, Leute. Oh mein Gott. Niff miss it, hey. Komm zurück auf meine Hand. Wir spielen noch eine raus. Und er surrendert. G fucking G, Leute. Das war doch ein gutes Game einfach mal. Das war doch ein richtig gutes Game. Wir haben die Gegner schön auskontrolliert. Kriegen hier nochmal ordentlich Asche ran. Und das ist rough. The Cashpin Shipmaster, das ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass wir den kriegen können, sogar noch ein Pack aufmachen, Leute. Oh, das war jetzt echt ein Game, wo ich sagen muss, das hat mir richtig, richtig fett Spaß gemacht. Nice, und wir können uns auch eine neue Mythic Rare craften, kriegen noch eine Common Rare dazu, Price of Fame, und es ist Find and Finally. Return up to two target creature cards from your graveyard to your hand. You may put 2/1/1 counters on creatures you control. Then all creatures get -4/-4 until end of turn. Oh, okay. Ist eine nette Karte. So, liebe Leute, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.